Mit dem Hamburger Filip Kostic und dem Frankfurter Luka Jovic hat Serbiens Fußballnationalmannschaft ihren vorletzten WM-Test verloren. Gegen den Südamerikameister unterlag das Team von Trainer Mladen Krstačić in Graz 0:1, 0:0. Der Sieg dafür die nicht für die WM qualifizierten Chilenen erzielte Guillermo Maripán 88. Mittelfeldspieler Kostic vom Bundesliga-Absteiger HSV wurde in der 64. Minute eingewechselt. Stürmer Jovic kam erst in der Schlussphase aufs Feld, 84. Der Bremer Milos Veljković musste zuschauen. Ihre Generalprobe für die WM-Endrunde in Russland, 14. Juni bis 15. Juli, bestreiten die Serben am kommenden Samstag gegen Bolivien. In der Vorrunde trifft das Krstačić-Team in der Gruppe E auf Costa Rica, 17. Juni, die Schweiz, 22. Juni und Brasilien, 27. Juni.